Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zu einer weiteren Folge von Tagebuch eines Krieges. Und ja, ich bin zurück, euer Schrank. Ja, und ich habe mal wieder gewonnen. Ja, und zwar mit baltischen Staaten innerhalb von 28 Tagen Flashpoint. Ja, das war schon mal nice. Ich kann euch meine Taktik verraten und einen drum und dran. Und ich muss, kann euch sagen, ich habe mit einer Koalition gewonnen. Und zwar beide waren Anfänger, vor allen Dingen der Franzose war, glaube ich, der größte Anfänger von beiden. Den musste ich teilweise so ein bisschen untere Arme greifen und ihm ein paar Tipps geben, aber dann ging das. Er hat sich dann nachher auch bedankt für die schöne Runde, das fand ich auch sehr nice. Und ja, da gucken wir mal ganz einfach mal entspannt in die Zeitung rein. Ja, so wie ihr seht, bin ich ja schon auf Platz 1 auf jeden Fall in der Runde gewesen und hier der ganze graue Bereich zum Ende war ja ich gewesen und der Franzose war ja der andere Anfänger und Algerien sieht man hier farblich nicht, ist aber auch unser Allianzpartner gewesen. Der ist nämlich auch nachher hier noch ein bisschen helfen gewesen, hier noch ein bisschen helfen gewesen und allen drum und dran. So. Und jetzt gehen wir mal auf Tag 1, so wie wir es halt kennen. Wegen da war die Welt ja noch in Ordnung, Tag 1. Komm, geh da hin. Geht nicht, oder was? Moment. Naja, keine Ahnung, warum das in letzter Zeit so buggt. Beim letzten Mal hat es ja noch geklappt. Jetzt nicht mehr. Ich kann nur auf Tag 26 zurückgehen. Weiter kann ich nicht zurück. Aber ihr wisst ja, wie so die Standard-Map aussieht. Und ich habe dann als erstes mit den baltischen Staaten erstmal hier unten so ein bisschen aufgeräumt gegen Polen. Dann bin ich hier nämlich gegen Finnland und dann gegen Russland. Und dann immer hier weitergewandert bis hier unten hin. Und in der Zeit, wo ich dann schon mit Russland verbündet war, habe ich mich dann mit Frankreich verbunden, weil er hat mich persönlich angeschrieben, ob ich Lust habe, in seiner Koalition zu sein. Wenn die sowas machen, trete ich gerne in die Koalition ein. Wenn man mich anschreibt, ob ich Lust dazu hätte, gehe ich gerne in die Koalition ein, wegen einfach nur so mich bewerben. Tue ich mich mittlerweile gar nicht. Wegen sonst versuche ich das mittlerweile immer dann solo zu gewinnen. So, dann gehen wir mal direkt rüber auf der Karte und gucken uns das Ganze mal an, mit welchen Einheiten ich das dann gemacht habe. Du bist nicht du, wenn du nicht abonniert hast. Jetzt abonnieren. So, dann gucken wir uns doch mal genau an, welche Einheiten ich denn hauptsächlich benutzt habe. Hauptsächlich habe ich tatsächlich, wie man hier sieht, wie fast immer die Standardinfanterie. Gepaart mit den Aufklärern. Ganz normale Aufklärer. Das kann man nämlich auch ganz gut machen, wegen die sind ja gar nicht so schwach zum Ende hin. Vor allen Dingen, die können sich auch gut gegen Flugzeuge und Helikopter auch verteidigen, Gefechtsaufklärer. Und die sind halt eine starke Kombo, wenn mit Infanteristen und einem drum und dran spielt. Solange der Gegner halt keine Luftüberlegenheit hat. Dann habe ich nachher irgendwann mal so angefangen, so ein paar Schiffe zu bauen, so ein paar Stacks. Und damit ich hier nachher in Ruhe hier die ganzen skandinavischen Länder in Ruhe bombardieren kann. Gut, zusätzlich zu denen habe ich auch später, nachdem ich den Aufklärern und Standardinfanteristen gebaut habe, auch ein paar Flugzeugstaffeln gebaut. Zum Beispiel hier fliegt gerade mal so noch so ein Angriffs-Elite-Flugzeug her und greift das andere. Ich meine, ich habe noch irgendwo eine Fünferstaffel. Irgendwo kreist die bestimmt auch rum. Aber das ist ja nicht so trotz, ich habe hauptsächlich Gefechtsaufklärer und motorisierte Infanterie genutzt und das hat mir zum Sieg verholfen, da man die auch schnell bauen kann. Also ich habe auch wirklich auf Masse gesetzt. Guck mal, hier ist nochmal ein Stack. Da sind nochmal welche. Mit Jagdflugzeugen gepaart und einem drum und dran. Ich habe die tatsächlich nicht hochgelevelt, und zwar nur die Aufklärer und Standardinfanteristen. So, mein Allianzpartner, der hat von Anfang an auf Panzer gesetzt, der Franzose, und Infanteristen. Die Paarung ist nett, ich habe ihn aber auch gesagt, es wäre nett, wenn er so irgendwas hätte, womit er sich vielleicht gegen Schiffe verteidigen konnte, weil nämlich Irland war der größte Gegner, den wir hatten. Wegen Irland gehörte auch noch hier hinten alles. Also er war zumindest dabei, hier zu erobern. Und Irland hatte Schiffe. Ich habe es versucht, ihn zu erklären, dass er mit seinen Panzern und Infanteristen keine Chance hat, sobald er Schiffe an seiner Küste hat. Was sein Glück allerdings war, er hatte keine Schiffe an seiner Küste, weil die Schiffe alle hier hinten waren. Und Algerien hat Schiffe besitzt,
also besessen. Und der hat damit quasi auch die anderen Schiffe von ihm versenkt. Zumindest die, die er gesehen hat. Und natürlich auch Marineaufklärungsflugzeuge. Da sieht man auch mal eins. Also Algerien war auch nicht die erste Runde oder so. Da war schon leicht erfahrene. Der meisten, den ich helfen musste, war halt der Franzose. Wegen, wie man hier sieht, ich musste Hannover einnehmen, weil er nämlich den Anfängerfehler gemacht hat, seine Einheiten immer durchzumarschieren und nicht die Städte nicht zu besetzen, bis man 34% Moral hat. Wegen dann rebellieren die Städte. Zumindest ist eine Chance da, dass diese Städte rebellieren. Das habe ich versucht, ihn zu verdeutlichen. Er hat manche Städte teilweise 5-mal einnehmen müssen. Teilweise 5-mal. Weil er immer die Einheiten nur durchgezogen hat. Und ja, ich habe ihm dann erklärt, dass man besetzte Städte Einheiten stehen lassen soll. Zumindest einen Infanteristen. Mindestens Stufe 3. Sonst, wenn niedriger als Stufe 3, dann 2. Und ja. Dann, wo er nicht auf mich hören wollte, habe ich mir einfach mal Hannover gesnackt. Wegen die Ressourcen für Hannover brauchte ich nämlich. Und ja. Wer nicht hören will, muss fühlen. Und das ist, glaube ich, noch ein geringer Preis. Gut, wie habe ich denn hier baltische Staaten zum Beispiel gegen Russland gekämpft? Russland hatte gekämpft und zwar hier um Belarus. Ich habe mir nur gedacht, okay, Russland greift Belarus an. Ich warte ab, bis alle Belarus-Staaten erobert sind von Russland, damit die Einheiten geschwächt sind. Dann bin ich mit einem 10er-Stack von hier oben. Gefechtsaufklärer, Infanteristen, 50-50 Mischung und 2 10er-Stacks, auch 50-50 Mischung, von hier unten rein. Hab dann erstmal ganz entspannt hier alles eingenommen und von hier oben kam auch nochmal ein 10er-Stack rein, der dann direkt durchgewandert ist. Das heißt, Russland war dann innerhalb von 3 Tagen alle seine Kernländer, habe ich eingenommen und dann habe ich die restlichen Provinzen, also insgesamt die Invasion auf Russland hat 5 Tage gedauert und dann bin ich dann nachher direkt runtergewandert, hier auf Iran. Weil Iran mir den Krieg erklärt hat, weil er nämlich auch hier in Provinzen snacken wollte. Das war natürlich sein Fehler. Und das sind nämlich die Reste von der Russland-Invasion. Wegen mehr hatte ich da auch nicht hingeschickt. Und die anderen sind eigentlich alle hier, die Truppen. Die haben sich dann hier so langsam gedacht, ja, nehmen wir mal Schweden ein. Ich hatte Glück, zum Beispiel in Polen am Anfang. Polen war ein Neuling, der nichts gemacht hat, der dann AFK ging, also wurde inaktiv. Da wurde da nichts gemacht, genauso wie hier mit, was war das, Tschechien, Tschechische Republik. Der war dann nachher auch inaktiv, da bin ich auch dann einfach nur so drüber gemäht. Der Einzige, der halt ein bisschen mehr gemacht hat, war der Deutsche, deswegen, wo ich dann hier halt ein paar Städte einnehmen musste und einen drum und dran. Der hatte nämlich auch ein bisschen schon angefangen, auch Richtung Tschechien zu arbeiten. Da habe ich dann zusammen mit den Franzosen den Deutschen besiegt, ich habe aber das meiste halt den Franzosen überlassen, damit er auch genug Ressourcen produziert, aber er hat hauptsächlich auf Panzer gesetzt. Seine Panzer sind mittlerweile, glaube ich, alle in Amerika unterwegs, oder? Ich erkläre jetzt mal ein bisschen mehr so. Ich habe ihm aber auch erklärt, dass die Stacks nicht größer sein sollten als 10. Ja, der hatte nicht so drauf gehört. Ist jetzt nicht schlimm, wir haben ja trotzdem gewonnen, aber dadurch sind die Einheiten halt langsamer. Algerien hat natürlich richtig geil gekämpft, der hat nämlich hauptsächlich Hubschrauber genutzt. Damit hat er hier nämlich den ganzen Süden Europas gut einnehmen können. Ich habe gesagt, kannst du haben. Und dann kann ich nämlich hier die Ecke machen. Da hatte ich nämlich Ruhe hier. Wegen Rumänien war nämlich auch noch ein letztes freies Land. Und da habe ich gesagt, das wäre nice, wenn Algerien Rumänien übernimmt. So, im Großen und Ganzen war das schon eine schöne, schnelle Runde innerhalb von 28 Tagen. Flashpoint spiele ich meistens so um die 35, 38 Tage. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr für einen Flashpoint-Server braucht, wenn ihr in Ruhe spielt. Wegen ich spiele nur in Ruhe und passe immer auf, wie ich angreife und plane meine Angriffe. Und dann dauern meistens meine Runde so 30 bis 40 Tage auf dem Flashpoint und auf dem WW3 so zwischen 40 und 60 Tage, je nachdem. Könnt ihr ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie lange ihr für eine Flashpoint oder WW3 Runde ungefähr einen Schnitt braucht, so vom Gefühl her. Und ja, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Und bin auch mal gespannt, wie viele den da lassen, also den Daumen nach oben, damit dieses Video ordentlich gepusht wird und das ist die beste Unterstützung, die ihr mir geben könnt. Und wenn ihr dann noch die geilsten seid, nochmal die Glocke aktivieren. Und wenn ihr dann noch nicht kein Abonnent seid, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, denn das ist kostenlos und unterstützt mich genauso gut. Und
Wenn ihr alle drei Sachen da lasst, dann seid ihr die Besten. Bis dann, sag ich ciao. Euer Schrank.